So, moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Vier Mann, Vier Ecken. Heute hätte eigentlich Fabian mit dabei sein sollen, leider ist er ein wenig verhindert. Deswegen bleibt der Stuhl wieder zu meiner Rechten frei. Aber ich hoffe, das klappt nächste Woche wieder. Wir spielen natürlich heute wieder eine Runde Resident Evil. Machen auch dort weiter, wo wir am Sonntag aufgehört haben. Und zwar sind wir gerade hier in der Mine. Und ich habe mir sagen lassen, dass das Ganze wohl nur noch 30 Minuten gehen soll. Das heißt, wir kurz vor dem Endboss stehen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass Fabian das spielt. Jetzt muss ich es selber machen. Ja, der bleibt auch leider frei. Mein rechter Platz. Hatte ich eigentlich schon die Frage gestellt, wo Cedric heute bleibt? So, ja, stimmt. Er ist joggen. Nein. Ist er nicht. Da singt doch gerade ein Kind, oder? Ist das creepy, oder? Ja. Wow, 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 wow. Von wo? Oh, Glückstreffer hoch. Kraut.
Mal gucken, was wir herstellen können. Ah, eigentlich nur Ärztehilfe, ne? Erste Hilfe, so. Läuft heute so nicht. Juhu, eine Bombe. Oh, ich hatte sogar eine, fuck. Warte, dann tauschen wir mal eben. Whoa, whoa, whoa. Boah, es sind ja zwei. Alter Schwede. Nein. Scheiße. Whoa. Na, ah, alter Schwede, Mann. Hallo? Echt. Puh, alter Schwede, ey. Ob das mit der Muni reicht? Gummischossgewehr, ich hab nichts anderes. Musik hört auf.
Oh nein. Oh, nicht dein Ernst. Wo, 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 wo. Ah, fuck. Ah! Alter Schwede. Vielleicht zwei von den Wichsern. Oha! Jetzt humpel doch da hin, ja. Ah! Fuck. Nein, Fucker. Nein. Schwede, ey. Was ist das denn für ein Wichser? Schmeiß das bloß aus dem Video. Ja, ich glaube, beim nächsten Punkt werde ich das auch tun. Ich glaube, hier habe ich alles aufgesammelt. Oh, langsam ins Freie. Okay, das heißt so viel wie es geht weiter. Dann wollen wir mal hier kurz speichern. Aber wenn jetzt der Boss kommen würde, ich glaube nicht, dass sie mich da mit 150 Schuss MG Munition reinschicken. Aber alleine bei diesem Boss mit diesen Augen, da habe ich ja schon unheimlich viel Munition verballert. Oh.
Ja, so hat das Spiel ja quasi angefangen mit einer Puppe. Ach so, wir sind ja sogar hier. Okay. Also ich glaube, der Chat hängt schon wieder. Mal freiwillig ans Telefon, oder? Ah, hier! Da sieht man ihn zum ersten Mal, wie der Charakter aussieht. Ich nix mögen, wenn kennt da. Why am I seeing this? Oh Mann. Schon wieder genau die gleiche Stelle. Wahnsinn. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. But you shouldn't have done that. It fucking hurts. Does it want to be my daddy? Then he can die. Now it's Mommy's turn to kill you. You're gonna be one of us, and then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Leave me to die! Huh? Whoa! Contain. She must be contained. Okay. Wo müssen wir denn lang? Wow. Das ist echt schon fett gemacht, ey. Get away! You feel me?
Was? Der DIC, was meinst du damit? RIP, rest in peace, yo. Ach, der DLC, ach so. Ach ja. Ist ja heute rausgekommen, glaube ich, ne? What? Does everyone hate me? Okay. Ja, und jetzt? Oder schlecht? Aber die Apple Watch, die hält. Das ist die Hauptsache, oder? Okay.
Angelo, weißt du, ob man den jetzt gesondert runterladen muss oder ist er automatisch mit drinne schon? Die Schuhe sind sauber. Hauptsache, das ist richtig. I'm Redfield. I'm glad we found you. I'm Redfield. The fuck took you guys so long? I found you. I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Goodbye. Wie emotionslos, ne? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time, but now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Mein Name ist Redfield. War ja klar, dass irgendein Charakter auftauchen musste, oder? Ich meine, ein Resident Evil Teil ohne... Das geht ja auch gar nicht. Und ein Resident Evil Teil ohne Umbrella Corp ist auch kein Resident Evil, oder? Bisschen, also es war gut, aber von der Länge her vielleicht ein bisschen zu kurz. Ich hätte mir gewünscht, nochmal so ein, zwei Stunden. Noch ein bisschen was, so einen kleinen Twist vielleicht im Haus oder so. Ja, vorhersehbar, das wird sein, stimmt. Also mir hat tatsächlich das Spiel am meisten Spaß gemacht, wo es in dem Haus war. Als es dann im Schiff war, hat es so ein bisschen abgenommen, fand ich. Und der Endboss, der war wirklich... Das war ja kein Endboss eigentlich. Das war eigentlich nur... Ja, lauf zu ihr und schieß ein bisschen mit der Waffe um die Gegend. Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin zufrieden. Ja, war wirklich am besten der Teil im Haus, ja. Das ist jetzt halt die Frage. Ich habe irgendwo gelesen, dass der erste DLC für Umme ist, also umsonst ist.
gebe ich dir recht, Jin. Genau, genau das ist es. War einfach. Ja. Von der Story her war das auch viel zu leichte Kost, aber was will man da erwarten, ne? Also. Von den Schockmomenten, von den Horrormomenten finde ich, war das schon sehr cool. Also, es gab echt viele Momente, wo man zusammenzucken musste. Wo ich mich ja auch echt verjagt habe. Auch zum Beispiel im Haus, wie sie dann um die Ecke kommt und dann dich mit dem Schraubenzieher da festklammert, das war schon geil. Hey, Peter. Ganz, ganz Vorsicht. Ich habe auf normal gespielt, nicht auf leicht. Beziehungsweise wir haben auf normal gespielt. Ja, also ich würde sonst gleich mal schauen, ob wir den DLC bekommen. Wenn er nicht umsonst ist, was der kostet. Weil um jeden Preis. Ja, weiß nicht. Was bezahlt man denn so? Was wäre denn eure Obergrenze für den DLC? Also. Das ist schwierig zu sagen, ne? Eigentlich. Je nachdem, wie groß der ist, der Download-Content. Vielleicht wenn ein 5er oder so, würde ich bestimmt ausgeben, aber. Jetzt so ein Season Pass für 30 Euro würde ich jetzt nicht ausgeben, weil das wäre die Hälfte des Kaufpreises. Das weiß ich, ob es das wert wäre. Ich kann diesen Abspann hier nicht wegdrücken, dementsprechend lassen wir den einfach mal laufen und gucken, was geschieht. Ja, Speedrun habe ich auch jetzt überlegt, aber ich glaube. Ich glaube, dass aus den möglichen 1,5 Stunden bei mir mögliche 10 Stunden werden. Ich habe immer den Drang, egal ob ein Speedrun oder nicht, alles mitzunehmen. Überall. Ach, dann war das noch und das. Und dann wird es ja auch wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man Monstern ausweichen muss. Und das kann ich auch nicht. Das kriege ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, ja, genau. So dieses Texas Chainsaw Massacre-mäßiger, ne? Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen. Donnerstag versuche ich mal auf YouTube, Beam, Hitbox und Twitch gleichzeitig zu streamen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und mehr Rätsel, ja. Das Easter Egg mit der Kettensäge. Lass mich kurz überlegen. Also mir fällt da jetzt persönlich nichts zu ein. Diese komische Scherensäge. Okay, wo dieser Daddy damit hantiert, ne? Was ist damit? Was war das denn für ein Easter Egg? Also woher kommt das? Und was für eine Anspielung ist das? Ich kann dir nicht folgen, ehrlich gesagt. Schreibst, habt ihr das Easter Egg erkannt mit der Kettensäge? Diese komische Scherensäge. Groovy. Ash sagt das auch im Film. Evil Dead. Okay. Nee, ehrlich gesagt nicht.
Deleted Link, Deleted Link. Doch mal bei vorbei hier. Überspringen. Geht doch. Warum sagt das denn keiner? Ah, hier sehen wir die Statistik. Mit 12 Mr. Everywhere ist zerstört. Antike Münzen nur 14. Akten gelesen nur 27. 60 mal die Inventarbox geöffnet. Achtzehn Neuversuche. Ja, Spielzeit 11 Stunden ungefähr, ne? Also, von 18 Neuversuchen waren mindestens 15 mein Bruder. Ich kann da nichts für. Irrenhaus, Waffe Albert. Okay. Not a hero.